Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist jetzt natürlich schwierig, ne, auf so eine unsagbare Diffamierungsrede ohne Vorbereitung reagieren zu müssen. Ja, Sie haben völlig recht. Eigentlich, Frau Rodebeinig, bei Ihnen hätte man damit rechnen müssen. Da haben Sie durchaus recht. Ja, und die ist dann eigentlich auch von Herrn Blechschmidt erfüllt worden. Also was hier gerade durchgezogen worden ist, ist die Diffamierung eines Menschen, und das mit teilweise haarsträubenden Argumenten. Ja? Also wenn Sie Herr Blechschmidt, im Staatsbürgerschaftsrecht kennen Sie sich offensichtlich nicht sonderlich gut aus, Verfassungsrecht ist auch nicht so Ihr Ding, deswegen wird Ihre Fraktion bzw. Ihre Landesregierung ja auch regelmäßig vom Verfassungsgerichtshof verknackt. Ja? Aber ich will Ihnen mal eins sagen, das Abstammungsprinzip galt bis zum Jahre 2000. Und stellen Sie sich vor, das Grundgesetz auch. Wie geht das denn? Wie geht das denn, Herr Blechschmidt? Ja, weil das Abstammungsprinzip nicht grundrechtswidrig ist, wie Sie hier behaupten. Ja? Wissen Sie, wenn Sie von der Sache überhaupt keine Ahnung haben, dann halten Sie sich einfach an die alte Regel. Halten Sie den Mund. Halten Sie den Mund. Ja? Und wenn Sie hier irgendwelche Zitate bringen, ja, dann fangen Sie Für doch die vielleicht mal. Aufforderung, dass der Abgeordnete Blechschmidt den Mund halten soll, rüge ich Sie hiermit ausdrücklich. Das, solange ich noch nicht meinen Mund halten muss. Also, das geht weiter bei irgendwelchen Zitaten, ja, die ihrer eigenen, diesem eigenen Plädoyer, was Sie da gehalten haben, völlig widersprechen. Ne? Sie tragen also vor, dass Herr Höcke gesagt hat, wenn es mal zu einer politischen Umwälzung kommt, auf die wir alle hoffen, ja, dann muss man sich Rachegedanken enthalten. Da muss man sich Rachegedanken enthalten, auch wenn es weh tut. Und was konstruieren Sie daraus? Genau das Gegenteil. Ja? Also ganz ehrlich, beim Volksgerichtshof ist man nicht anders mit den Leuten umgesprungen. Das, was Sie hier machen, ist die gezielte Zerstörung eines Menschen mit haarsträubenden, rabulistischen Argumenten. Ja? Sie können das sehr, sehr gut. Sie können das sehr, sehr gut. Nur eines ist es nicht: demokratisch. Und das, was Sie hier abgeliefert haben, ist mitnichten in irgendeiner Form eine Begründung für Ihr undemokratisches Verhalten bei der Wahl von Kandidaten für die Parlamentarische Kontrollkommission oder eben für die G10-Kommission. Das ist der Versuch einer Scheinrechtfertigung, die vielleicht gerade noch so bei Ihren glühendsten Anhängern verfängt. Ja. Und wenn wir mal mit dem Thema Zitate anfangen, da brauche ich mir nur Ihren Herrn Dittes vornehmen. Herr Dittes hat Demonstrationen angemeldet unter Titeln. Davon hatte sich sogar schon Ihre Fraktion distanziert, aber das scheint alles nicht mehr zu zählen. Mittlerweile wählen Sie solche Leute in die Parlamentarische Kontrollkommission, obwohl sich im Herzen und im Inneren bei Herrn Dittes nie was verändert hat, und das wissen Sie ganz genau.